Willkommen zurück zu Super Mario 64. Moment. Erstmal einen Schluck Spezi. Normalerweise wäre die Folge jetzt draußen, aber es gab extrem Probleme mit dem Internet wieder mal. Das habe ich auch bei der James Bond Folge gerade erzählt. Telekom, diese verdammten, ja, die verarschen uns wieder runter. Und wir zahlen eh schon wieder ihre, und da die Telekom wieder uns bescheißen, wortwörtlich, weil die nichts reparieren und nichts umtauschen, nichts austauschen, was eigentlich dringend gehörte. Aber nein, die machen echt gar nichts. Mann, hat mich das geärgert. Wann das Video, wie man es hochkommt, keine Ahnung, ich schätze Samstagnachmittag, weil das ist jetzt selbst echt schwierig zu sein. Mit dem Mikrofon sollte es dabei so passen, wie es ist. Tut mir leid. Ich habe es so gut eingestellt, wie es geht. Bis zu Ostern müsst ihr noch etwas gedulden. Und auch hier haue ich die Info raus. Ab April, in der Osterzeit, da kann es sein, dass ich da Pause mache. Weil nächste Woche werde ich alle Level durchrattern, also 100% durchrattern. Da gebe ich richtig Gas und bereite mich schon mal die ganzen Videos vor für die nächsten Wochen, Tagen. Am Ostern, wenn der neue Rechner kommt und die neuen Bildschirme und so weiter, da richte ich alles ein, dass es richtig gut ist. Und auch das Mikrofon neu, komplett neu. Und da muss auch richtig alles passen, vor allem Qualität und die Stimmung und die Audio, Sound und so weiter und so fort. Plugins ganz wichtig, damit alles richtig gut passt. Dann muss ich halt eben zum Stück pausieren, dass es auch richtig eingestellt ist. Ist ja klar. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, weil es sind schon wieder eine schon wieder abgehauen. Und ich weiß nicht mehr warum. Aber gut. Noch ist es aber noch nicht so weit. So richtig losgehen bei mir mit YouTube, also so richtig viel ab, sagen wir mal, wenn es gut läuft, ab Mitte April, Ende April, ab da sollte es hoffentlich, wenn ich richtig liege, wenn nichts dazwischen kommt, dann richtig gut loslegen. Und ich bete, dass es auch bis dahin klappt, weil es mich echt enttäuscht, wenn es nicht klappen würde. Und ich weiß jetzt gar nicht tatsächlich, wo die nächste Welt ist. Ich habe letzte Woche nicht mehr nachgeschaut. Ich habe sie auch nicht mehr aufgeschrieben. Und zwar brauchen wir Level 10. Das da glaube ich nicht, dass das Level 10 ist. Ich glaube eher mir da oben. Außer da geht es weiter. Aber da ist auch noch Röhre, die wir noch nicht abgecheckt haben. Das sollten wir als erstes, aber da geht es ja nicht rein, okay. Was ist das? Check mal ab. Okay, was ist das für ein Raum? Komplett schwarz. Ghost Trickery. Upground. Ah, ist das hier einfach der Tod? Man kann ihn nur sterben. Ja. Ich glaube, hier stirbt man. Aber ich glaube nicht, dass hier eine. Ich habe nichts gesagt, okay. Ich warte nochmal. Ich dachte echt, hier wäre das Ende im Gelände. Aber nein, da geht's weiter. Und eigentlich müsste ich auch dringend schlafen, weil am nächsten Tag bin ich bei meinem Bruder. Ja, da, hatte ich jetzt Panik. Man darf nicht stehen bleiben. Thank you.
Das ist ja das. Man darf nicht einmal stehen bleiben. Bleibt das jetzt? Wie es aussieht, ja. Vor schwarzen Hintergründe habe ich leicht Angst, ehrlich gesagt. War schon immer so. Warum, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Aber so finde ich das echt mega geil gemacht. Solange nicht so ein Ding wieder daherkommt, das war so ekelhaft in der letzten Folge. Spinnen sind die ekelhaftesten, was es gibt. Alles andere ist mega geil. Aber Spinnen. So, was ist jetzt da nochmal? Geister, Coins, Tricky. Okay, die Geister haben die roten Münzen. Dann lauert der Tod. Warum bin ich jetzt da drin, ey? Voll geglitscht. Autsch. Ich wollte gerade sagen, dass ich hier eigentlich nicht erwünscht bin, aber okay. Dann. Hui. Grabsteine. Ein Geist. Ja, was ist denn das? Wie gesagt, von sowas habe ich ja nichts Angst. Schwarze, wenn es nur Schwarze auftaucht, dann kriege ich schon ein bisschen Angst, klar. Aber so eigentlich überhaupt nicht. Nur von Spinnen, die habe ich am meisten Angst. Und das sind Grabsteine vom Plumpas, Marco, Kools, Gumpa, Bob und Koopa. Was steht da auf dem Grab? Gumpa. Ist das so eine Art Minispiel? Ich hoffe nein. Weil so ein Rätselding. Ja, ist nicht mein Ding. Aber ich glaube, da ist nichts. Auch nichts verschieben? Nö. Immer schon wegschieben. Alles klar. So, da muss ich auch bestimmt schnell sein. Weil die klappt bestimmt gerne zu. Achso, nee. Aber man kann es ja nicht wissen. Es sind ja immer unterschiedliche Blumen. Und Geist. Jetzt kaufen wir jetzt alles auftauchen. Alles außer Spinnen. Spinnen don't know. Aber Geister, Dämonen und solche Sachen machen mir überhaupt nichts. Auch im echten Leben. Aber spielen sie so wieder nicht. Bah. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der spielen hast. Gibt's bestimmt mehr, ne? Das sieht auch so aus, als wäre hier etwas versteckt, aber man sieht halt echt absolut gar nichts. Null. Sag nicht, auf der anderen Seite ist auch noch was. Geht noch irgendwo zwei rote Münzen ab. Frage ist halt, wo? Frage ist echt, wo gehen die ab?
Vielleicht nicht ganz geil. Aber wo soll die hier sein? Die finde ich hier nirgends. Keine Geister. Ah, von wegen keine Geister. Da ist auch noch ein Geist. Alles klar. Ich wollte schon sagen, ey, das ist ja. Das ist ja voll der Mobbing. Normalerweise hier. Oder auch nicht. Spooky Skeleton Life Thing. Okay. Muss ich das jetzt merken oder? Sowas ist meistens nicht so geil. Nicht immer. Oh, ich fotografiere es mal ab. Inside you. Okay. Ist da noch was versteckt, wo ich nicht weiß? Aber ich glaube, ich muss von oben laufen, ne? Aha! Aber ich schaue doch trotzdem noch. Ich schaue doch zum Schnee auf. Bevor ich diese Stelle hier einsammle, möchte ich wissen, was auf diesem Grabstein hier steht. Das war jetzt nicht so geil. Hallo? War das gewollt? Bencho! Jawohl! Bencho, du tust mir echt leid. Der Bencho ist hier vergraben. Alles klar. Und das Level heißt Glow Me in Bites. Eine kleine, aber feine Geisterwelt. Fein. Wirklich. Das schwarze Ding hat mich kurz Angst gemacht, aber das war's auch schon. Wirklich super. Ja, das ist wieder ein bisschen unheimlich, was mir Angst macht, ist ja klar. Weil eigentlich bin ich ja nicht der Mensch, der Angst hat. Überhaupt nicht, nee. Und vor Horror-Sachen schon mal gar nicht. Außer ich hab so. Warum bin ich hier schwer verpackt, ey? Soll ich gar nicht hier drin sein? Es sei denn, ich hab hier so Depressionen. Da natürlich muss ich etwas aufpassen, ist ja klar. Da kommt man durch die Gitter. Paper Mario Style. Ich möchte, dass ihr bitte reingehst. Danke. Ist das der nächste Level? Wo der nächste will? Ah, Paper Mario, das ist das gut. Nice. Ja, ich glaube, es ist die nächste Welt. Eher mehr so.
Spezialwelt, denke ich mal. Nee. So. Genau. Und nochmal die 8 und Münze seitlich stehen und seitwärts genau. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber okay. Dann gibt es heute mal Bonuswelten zu sehen. Und in der nächsten Folge dann wieder normale Welten. Ja, das ist jetzt ein bisschen rätselhafter, aber auch interessant. Pass mal auf. Jetzt zeige ich mal, wie der Boss ist. Durch Spaß, ne? Immer Spaß, Freunde, immer Spaß. Es ist jetzt auch langweilig. Das war jetzt nicht gewollt. Oh je. Ach, ich bin noch ganz mal. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt noch mit dir weggehe, komme ich dann noch in eine Welt? Muss ich hier nichts auf mein Haus bekommen. Die Nummer 4. Ah ja. Sehr schön. Das läuft einfach zu glatt. Zu mild einfach. Viel zu mild. Da geht's einfach die schwarze. Oder geht's hier woanders sein? Tatsache. Da ist noch eine Welt. In einer Welt, noch eine Welt und dann noch eine Welt. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Nummer 6. Außer ich muss da rein. Aber will natürlich noch was ausprobieren. Eine zweite. Ja, ne? Ach, da ist die Kanone. Echt? Ja. Alles klar. Zwei Welten, eine. Das ist ja geil. Hat man auch noch nicht, ne? Oder? Bei der Wüste gab es ja auch in der Pyramide etwas bei normalen Mario 64. Also richtig zwei Welten extra. Außer Bonus Stage. Kann mich so eigentlich nicht erinnern. Ne? Sehr interessant. Und die Kanone leuchtet nicht so richtig. Warum das so ist? Kann ich leider nicht beantworten. Wahrscheinlich Plugin. Weil anders kann sich mir nicht erklären. Plugin ist meistens immer schuld. Immer auf Plugin schieben, dann passt es schon. Und da sollte man nicht drauf reiten. Drauf
spielen. Geht's dann noch weiter? In noch eine Welt? Ja, Tatsache. Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, wo ich laufen soll. Nochmal 8 auf den Münzen, oder? Ja, das sind nochmal 8 auf den Münzen. Oh oh. 3 Welten. 3 Bonuswelten. Ach du Scheiße. Man sieht nicht, wie viele rote Münzen man das Wünschen hat. Ah, da oben ist noch eine. Die habe ich gerade gesehen. Scheiße, ich muss hier hoch. Einmal nach oben, bitte. Und dann irgendwie hier mal die Nase. Hier rüber. Oder ich mach's anders. Wenn jetzt der Würde auch noch mal in der Welt ist, dann Mahlzeit. Das waren alle 8 Münzen. Die Nase ist halt schlimm. Ich will hier mal schnell was ausprobieren. Also doch jetzt hier raus. Okay. Dann waren es noch 2. Die im Wasser und die obere. Ach, man bleibt hier drin. Nice. Und hier rein. So, Team unter Wasser hatten wir schon mal. Das ist sehr, sehr buggy. Und ins Training. Ich brauche die Luftblasen. Ah, ich hasse das. Wäre eigentlich so schön, ne? Mann, ich hasse die Bugs. Schlimm. Da kriegt man einfach die Krise. Ja, ich sehe schon. Da unten. Die 5. Da oben bestimmt noch welche. Oder? Nein! Da ist tatsächlich keine, wenn die Nase nicht ist, die gleich aufhört zu jucken. Dann werde ich hier unangenehm. Also ist nämlich schon nicht unpeinlich für mich, sondern auch nervig für euch. Und da ist die letzte. Alter. Das war nicht die letzte. Nein.
Das ist zwar klar. Das war sowas von klar. Dass genau im Baumsturm die letzte rote Münze ist. Lecky! Schnell einsammeln. Alter. Jetzt entfacht. Hoch 3. So, die eine O machen wir noch. Und dann ist gut für heute. Heute mal etwas kürzer Part bei Mario 64, aber nächste Woche muss ich sowieso alles machen. Da habe ich leider keine andere Wahl. Da geht es wirklich zur Sache. Aber ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Oh, ich hab schon eine verpasst. Was soll das? Hallo. Da oben. Was? Jetzt ist gleich mal 2. Ja, hab schon eine verpasst. Ich hoffe, das Ding fährt zweimal. Nicht nur einmal. Ich hasse Glitching so viel. Auf der einen Seite richtig geil, aber wenn es um sowas geht. Und die Wolke will nicht. Die Wolke mag mich nicht. Was ist mit der Wolke los? So, was ist mit dir? Die Wolke, die will einfach nicht eingesetzt werden. Kingdom? Okay. Muss ich jetzt echt erwarten? Aber wenn ich will, kann ich die. Jetzt will er auf einmal, ne? Ohne Safe jetzt würde ich mich so tode aufregen, dass es nicht mehr zum Anschauen ist. Und nochmal und umfallen. Richtig. Dankeschön. Okay.
Dim, dim, dim. Da waren es, glaube ich, noch drei rote Münzen, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, drei waren es noch, ja. Da. Ja, den habe ich schon. Da waren es noch zwei. Der da. Und der da vorne. Genau. Oder? Doch drei. Oh yeah. Genau da will ihr nicht. Genau da will ihr nicht. Warum? Weiß ich nicht. Entweder bin ich heute lost, weil er 2.24 Uhr hier oben. Ich spiele das total. Oh, ich kriege mich schon viel zu laut auf. Viel zu laut. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Dankeschön. Wirklich. Autsch. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich bin in Sicherheit. Drei Secret Level, kann man sagen. Erledigt. Oder? Ne, vier. Mit dem Geist. Geisterwelt. Wenn wir schon bei den Bonusen sind, können wir ja zurückgehen am Anfang und da auch dem einen Minispiel machen, der neu ist, dass wir quasi wirklich auf dem neuesten Stand sind. Dann läuft's richtig, oder? Mit dieser Tür habe ich noch keine Ahnung, was man da machen soll. Null Plan, wirklich. Und dann kann ich in der nächsten Folge in Ruhe gucken, wo die nächste Welt ist. Ohne Stress und Panik. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir die eine Bonus-Minigame, die noch fehlt. Leider musste ich die eine Welt von vorne wieder komplett machen, weil es die Safety nicht gespeichert hat. Und da war ich eh schon auf 180. Ich hoffe, diesmal speichert sich das alles ein, ansonsten. Emulator, gut und schön, aber ja. Man sieht das ja. Da ist ein Mario-Zeichen drauf. Das ist doch aus Mario Sunshine, oder? Ach, die ganze Münze einsammeln. Junge. So was ist schon wieder ne. Wenn man mit dem Zelt auch noch ins Ziel kommen muss, dann Mahlzeit. Ich hasse mich. Ich hasse mich selbst.
Manchmal ja. Und dann will das auch nicht. Weißt? Und warum denn? Das schaffe ich nie und immer auf ersten Versuch. Nie und immer. Das ist scheiße. Ja, genau. Wenn das auch trotzdem zählt, dass ich eben zu schlecht war, dann nehme ich es gerne mit. Danke. Sehr gern. Danke, 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 danke. Schlimmste Minispiel bis jetzt. Aber es ist machbar. Aber das Ding war schon etwas buggy, muss ich zugeben. So war es echt super, aber das hätte man vielleicht sogar besser machen können. Aber okay. Wollen wir nicht beschweren, wir haben es geschafft. Kein Problem. Und liebe Freunde, wenn es nächste Woche geklappt, geht es irgendwo in den nächsten Welt dann weiter. Ich werde mich auf die Suche gehen und hoffen, dass wir die Welt finden. Vielleicht haben wir Glück, es ist da oben. Da wo ich zuvor eigentlich schauen wollte. Wenn es da oben ist, ansonsten heißt es suchen. Lange suchen. Wir haben 3 Secret Level gemacht, falls das Secret Level waren. Aber ich nenne sie mal Secret Level. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns genau hier oder da vorne in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Und abonnieren nicht vergessen, würde mich mega freuen. Habt bitte Geduld. Ich weiß, manchmal ist es schwierig und auch etwas nervig. Kann ich gut verstehen. Aber dafür wird es später umso besser. Das verspreche ich auf jeden Fall. Bleibt gesund. Habe die Ehre miteinander. Und jetzt gute Nacht. Er schläft auch. Sehr schön.